10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Es war spät, beinahe schon dunkel. Ich stand vor der Villa Kunterbunt und wunderte mich. Ich sah einen Affen, der eine braune Jacke, lange blaue Hosen und einen gelben Strohhut trug und in den Ästen eines Baumes turnte. Auf der Veranda des alten, baufälligen Hauses stand ein Pferd. Und in dem verwahrlosten Garten spielte ein kleines, rothaariges Mädchen, das eigentlich längst im Bett liegen müsste. Die Turmuhr schlug 9. Einen schönen guten Abend. Guten Abend, mein Kind. Kind? Ich heiße Pippi. So. Pippi heißt du. Ein merkwürdiger Name. Ich bin auch ein merkwürdiges Mädchen, sagen die Leute. Also, ich glaube, die Leute haben recht. Eigentlich heiße ich Pippi Lotta Victualia Rolgardina Pfefferminz Ephraims Tochter Langstrumpf. Aber man nennt mich nur Pippi. Sag mal, Pippi, erlaubt deine Mutter, dass du noch so spät auf bist? Meine Mutter ist schon lange tot. Und dein Vater? Hast du noch nie von Kapitän Ephraim Langstrumpf gehört? Bedauere, nicht, dass ich wüsste. Früher war er der Schrecken der Meere. Jetzt ist er Negerkönig. Negerkönig? Hm? Er ist an eine Insel geschwemmt und Negerkönig geworden. Dann sag dir jetzt also niemand, wann du schlafen gehen musst. Doch. Wer? Ich. Aha. Ich sag's mir selber. Und wann sagst du es? Ungefähr gegen 10. So. Ich halte es nämlich nicht für richtig, dass Kinder schon um 7 ins Bett müssen. Hast du keine Angst, so ganz allein im Haus? Ich bin nicht allein. Ich wohne hier mit meinem Pferd und meinem Affen Herrn Nilsson. Ach ja, richtig. Außerdem bin ich stark. So stark, dass ich mein Pferd hochheben kann. Oho. Pass mal auf, ich zeige es dir. Ja, wahrhaftig. Wahrhaftig, ganz erstaunlich. Männer wie dich werfe ich einfach in die Luft. Soll ich mal? Nein, danke. Es hätte mir keine Mühe gemacht. Ich glaube, du kriegst das fertig. Aber sag mal, Pippi, wovon lebst du eigentlich? Wovon ich lebe? Ich meine, hast du Geld? Ich bin so reich wie ein Zauberer. Ja, das war Pippi. Sie besaß einen ganzen Koffer voller Goldstücke, den sie noch von ihrem Vater bekommen hatte. Und wenn sie sagt, ihr Vater sei Negerkönig, so glaubt sie das wirklich, wie sie auch fest davon überzeugt ist, dass Kapitän Langstrumpf eines Tages in die Villa Kunterbunt zurückkehren wird. Nachdem ich eine Weile in der kleinen Stadt gelebt hatte, wusste ich, was alle anderen Leute wussten. Pippi litt keine Not. Sie kam allein großartig zurecht. Das heißt, so allein war Pippi gar nicht. Da waren noch Thomas und Annika, die im Hause neben der Villa Kunterbunt wohnten. Sie waren Pippis Spielkameraden und fast ständig bei ihr. An diesem Frühlingsmorgen zum Beispiel. Wach auf, Pippi! Aufwachen! Ach, ihr seid es! Wer sonst? Hast du mich in den großen Zeh gekniffen, Thomas? Nein, das war Annika, weil du überhaupt nicht aufwachen wolltest. Ich habe geträumt, dass es mein Vater war, der Negerkönig, der nachsehen wollte, ob ich Hühneraugen habe. Und? Hast du welche? Natürlich nicht. Ich hoffe, ihr seid nicht hergekommen, um mich das zu fragen. Wir haben heute schulfrei. Und da wollten wir dich fragen, was wir machen sollen. Tja, was machen wir? Um den Weihnachtsbaum tanzen können wir nicht, denn den haben wir vor 3 Monaten hinausgeworfen. Die Gräben sind nicht mehr zugefroren, sonst hätten wir den ganzen Vormittag Schlittschuh laufen können. Nach Gold zu graben wäre ja ganz lustig. Oh. Aber das geht auch nicht, denn wir wissen nicht, wo Gold liegt. Das meiste Gold liegt übrigens in Alaska. Und da kann man vor lauter Goldgräber nicht durchkommen. Nein, wir müssen was anderes finden. Aber etwas Lustiges. Wie wäre es, wenn wir uns auf den Weg machten und einkaufen gingen? Dazu brauchen wir Geld. Ich habe welches. Fein. Dann kommt. Einen Augenblick. Muss nur noch meinen Hut aufsetzen. Wenn ich bloß wüsste, wo er ist. Nirgendwo ist Ordnung. Das Stück Käse habe ich auch schon vermisst. Hallo, Hut. Wo bist du? Willst du mit einkaufen gehen oder nicht? Wenn du nicht bald zum Vorschein kommst, ist es zu spät. Na schön, dann ist es seine Schuld, wenn er so dumm ist. Aber ich will keine Klagen hören, wenn ich wieder nach Hause komme. Kurz danach konnte man sie auf dem Weg nach der Stadt marschieren sehen. Thomas und Annika und Pippi mit Herrn Nilsson, dem Affen.
In der Stadt gingen sie von Laden zu Laden und kauften, was ihnen gerade gefiel. Bezahlt wurde stets mit blanken Goldstücken, die Pippi in ihrer Schürzentasche trug. Sie kauften 18 Kilo Bonbons, je 3 Kilo Gelee-Himbeeren und Lakritzen, 60 Zuckerstangen, 103 Schokoladenzigaretten und 72 Pakete Sahnebonbons. Später kamen noch Hampelmänner, Puppen, Bauklötze, Autos und Eisenbahnzüge dazu und Kuckucks aus Ton, auf denen man blasen konnte. Vor dem Bonbonladen hatten eine Menge Kinder gestanden, die erstaunt beobachteten, was Pippi alles einkaufte. Natürlich war das alles nicht nur für Pippi, Thomas, Annika und Herr Nilsson bestimmt. Gibt es hier ein Kind, das keine Bonbons isst? Dann bitte melden. Nein. Niemand, das habe ich mir doch gedacht. Also gibt es hier nur Kinder, die Bonbons essen? Gut, Thomas, mach die Tüten auf. Verteile, was wir gekauft haben. Hierher, wer Bonbons haben will. Bonbons, Zuckerstangen, Lakritz. Und Annika verteilt das Spielzeug. Hierher, wer einen Hampelmann will. Bonbons, Zuckerstangen, Lakritz. Die schönsten Kuckucks aus Ton und ganz umsonst. So, mal Herr Nilsson, natürlich bekommst du auch einen Kuckuck, aber schön blasen. Alle schön blasen. Was ist denn das für ein Lärm? Guten Tag, Herr Schutzmann. Ich freue mich, Sie zu sehen. Wollen Sie auch einen Kuckuck? Du bist Pippi, nicht wahr? Die Tochter vom Kapitän Langstrumpf. Sie haben es erraten. Wie? Was sagst du? Bei diesem Lärm kann man ja kein Wort verstehen. Das ist komm lieber mal und mache. Aber ich bin nicht sicher, ob alle Kinder sich darüber klar sind. Manche denken vielleicht, dass wir dröhnen wie Gewitterbrüder blasen. Na, aufhören! Aufhören! Hört sofort auf! Das kann ja kein Mensch aushalten! Seien Sie froh, dass wir keine Trompeten gekauft aufhören, haben. Aufhören, habe ich gesagt! Außerdem ist es streng verboten, auf der Hauptstraße Volksversammlungen abzuhalten. Also geht nach Hause, Kinder. Geht nach Hause. Die Kinder wollten ihre Autos fahren lassen, ihre Eisenbahnzüge probieren und mit ihren neuen Puppen spielen. Also gingen sie alle nach Hause. Glücklich und zufrieden. Abendbrot aßen sie an diesem Tage nicht. Manche hatten sogar Bauchweh. Am nächsten Tag kamen Thomas und Annika später als sonst zu Pippi. Und das hatte natürlich einen Grund. Tag, Pippi! Entschuldige, dass wir heute später kommen, aber wir mussten erst einen Brief schreiben. Riecht mal. Ich kriege heute ein herrliches Mittagessen. Soll eine Stunde unter kräftigem Rühren kochen und sofort ohne Ingwer gegessen werden, steht im Kochbuch. Du kochst wirklich gut, Pippi. Und ihr habt einen Brief geschrieben? An wen denn? An unsere Großmutter. Bestimmt kriegen wir noch diese Woche Antwort. Ihr Glücklichen, ich bekomme niemals einen Brief. Weil du nie schreibst. Wer nicht schreibt, kann auch keinen Brief bekommen. Du solltest auch in die Schule gehen, Pippi. Höchste Zeit, dass du schreiben lernst. Ich kann ja schreiben. Friedolf, Vaters Matrose, hat mir eine Menge Buchstaben beigebracht. Ich weiß nur nicht, was ich schreiben soll. Was steht eigentlich in einem Brief, Thomas? Zuerst frage ich die Großmutter, wie es ihr geht. Und dann schreibe ich etwas vom Wetter oder was Ähnliches. Heute habe ich zum Beispiel geschrieben, dass ich in unserem Keller eine große Ratte totgeschlagen habe. Ich kann mir richtig leid tun, weil ich niemals einen Brief bekomme. Arme Pippi. Aber so geht das wirklich nicht weiter. Und wenn ich keine Großmutter habe, an die ich schreiben kann, dann schreibe ich eben an mich. Und zwar auf der Stelle. Was suchst du, Pippi? Einen Bleistift. Im Ofen? Hier muss ein Bleistift liegen, wenn ich mich recht erinnere. Na bitte, da ist er. Was hast du vor? Stör mich jetzt nicht. Ich denke. Und dann schrieb Pippi einen Brief. Sie schrieb und schrieb. Endlich war der Brief fertig. Aber sie hatte keinen Briefumschlag. Thomas und Annika, die währenddessen mit Herrn Nilsson gespielt hatten, liefen nach Hause und holten einen Briefumschlag. Sie brachten auch eine Briefmarke mit. Pippi malte ordentlich ihren Namen auf den Umschlag und klebte ihn zu. So, das wäre erledigt. Was steht in dem Brief, Pippi? Wie soll ich das wissen? Ich habe ihn ja noch gar nicht bekommen. Du willst ihn also wirklich abschicken? Seht mal, was für ein Glück ich habe. Manchmal trifft man einen Briefträger, wenn man ihn gerade braucht. Hey, hallo, Briefträger! Was steht zu Diensten, kleines Fräulein? Sei so gut und bringe diesen Brief sofort zu Fräulein Pippi Langstrumpf. Es ist eilig. Pippi Langstrumpf? Das bist du doch selbst. Natürlich, wer soll ich sonst sein? Etwa die Königin von Äthiopien? Warum nimmst du den Brief dann nicht selbst? Wieso? Sollen heutzutage die Leute ihre Briefe selbst austragen? Nein, das geht zu weit.
Wozu hat man dann Briefträger? Da kann man ja ebenso gut alle zusammen einstampfen. So was Dummes habe ich noch nie gehört. Wenn du dein Amt so versiehst, wird nie ein Postdirektor aus dir. Also gut, gib mir den Brief. Ich werde ihn zustellen. Wirf ihn in den Briefkasten. Schnell! Schon geschehen. Empfehle mich. Schließ den Briefkasten auf, Pippi. Beeil dich. Ja, ja. Was bin ich neugierig. Das ist der erste Brief, den ich in meinem Leben bekomme. Nun, was steht drin? Lies vor. Mi liebe Pippi, wie geht es dir? Du bist doch nicht krank? Gibst du auf deine Gesundheit Acht? Mir geht es gut, bloß meine Zehen tun mir weh von dem vielen Wackeln. Gestern hat Thomas ein Zweig vom Birnbaum abgebrochen und eine Ratte tot gemacht. Viele Grüße von Pippi. Ein schöner Brief. Aber du hast eine ganze Menge Fehler gemacht, Pippi. Ach. Du solltest doch in die Schule gehen und etwas besser schreiben lernen. Das habe ich ja meinen ganzen Tag lang getan. Das genügt. Da habe ich nämlich so viel Weisheit in mich reinbekommen, dass mir jetzt noch der Kopf brummt. Wir machen übermorgen einen Ausflug. Die ganze Klasse. Jammervoll. Wieso jammervoll? Weil ich nicht dabei sein kann. Weil ich nicht in die Schule gehe. Weil man nicht die Plutimikation gelernt hat. Multiplikation heißt das. Aber das sage ich ja, Plutimikation. Wir werden in den Wald gehen, bei unserem Ausflug. Eine ganze Stunde weit. Jammervoll. Am nächsten Tag war es so warm und schön, dass es allen Schulkindern in der kleinen Stadt sehr schwer fiel, still auf ihren Bänken zu sitzen. Die Lehrerin machte alle Fenster auf und ließ die Sonne herein. Dicht vor dem Giebel der Schule stand eine Birke. Und ganz oben im Gipfel saß ein kleiner Star und pfiff so munter, dass Thomas und Annika und ihre Klassenkameraden die Multiplikation vergaßen. Und dann entdeckten sie noch etwas anderes. Sehen Sie nur, Fräulein! Was gibt es, Annika? Dort ist Pippi! Wo? Da auf der Birke! Hallo, Fräulein! Hallo, Kinder! Mein Gott, Pippi, fall nicht runter! Keine Angst, ich falle nicht! Ja, was machst du da oben? Ich wollte dich bitten, etwas Plutimikation durchs Fenster zu werfen. So viel wie nötig ist, dass man mit auf den Ausflug kommen darf. Willst du nicht zu uns hereinkommen? Nein, lieber nicht. Da ist ja auch Herr Nilsson. Herr Nilsson? Ja, Pippis Affe. Hierher, Herr Nilsson. Stell dich ruhig. Wie hoch er springt. Nein, nicht in der Klasse. Raus mit dir. Fräulein, hör mal. Du darfst uns jetzt nicht stören, Pippi. Wir haben Unterricht. Also wenn du mich fragst, der Tag ist nicht gerade geeignet für Plutimikation. Du meinst Multiplikation. Man sollte sich heute überhaupt nicht mit Ionen beschäftigen. Oder es müsste eine Lustifikation sein. Vielleicht kannst du uns etwas Lustiges vormachen, Pippi. Nee, bin ich besonders tüchtig in Lustigmacherei. Aber ich kenne eine Schule, wo sie nichts anderes machen als Lustifikation. So, so? Ja, und wo liegt diese Schule? In Australien. Erzähl mal, Pippi, wie geht das vor sich, wenn sie Lustifikation haben? Also, das ist verschieden. Meistens fangen sie mit einem Hechtsprung durchs Fenster an. Dann stoßen sie einen wilden Schrei aus und stürmen wieder zurück in die Klasse. Und dann springen sie über die Bänke, bis sie nicht mehr können. Und was sagt die Lehrerin dazu? Die springt auch. Nein, sowas. Das ist aber auch eine großartige Schule. Die beste, die sie in Australien haben. So etwas können wir in unserer Schule nicht machen. Schade. Wenn gesprungen würde, würde ich gern mitmachen. Dann musst du bis morgen warten. Bis zu unserem Ausflug. Ich darf also mit? Ja, Pippi, du darfst an unserem Ausflug teilnehmen. Oh, fein. Das schreibe ich gleich nach Australien. Dann können sie so viel Lustifikation machen, wie sie wollen. Ein Ausflug ist bestimmt noch viel lustiger. Endlich kam der Ausflugstag heran. Alle kamen mit. Thomas mit seinem Rucksack auf dem Rücken und Annika in einem ganz neuen Baumwollkleid, die Lehrerin und alle Klassenkameraden, außer einem armen Kind, das gerade an diesem Tag Halsschmerzen bekommen hatte. Annika war absolut sicher gewesen, dass es regnen würde, aber die Sonne schien aus alter Gewohnheit weiter, als sie über die Landstraße wanderten, auf den Wunderwald zu. Pippi, die auf ihrem Pferd voranritt, rief immer wieder: Was für ein herrlicher Tag! Oh, was für ein herrlicher Tag! Nicht wahr, Pippi? So ein Ausflug macht Spaß. Seit ich mich mit dem Negerbox an San Francisco schlug, hat mir nicht so viel Spaß gemacht. Brrr.
lange genug getragen. Jetzt werde ich dich mal tragen. Seht nur, Pippi trägt ihr Pferd. Halt, Kinder, hier wollen wir rasten. Ist das der Wunderwald, Fräulein? Ja, so nennen ihn die Leute. Kommt her, ihr Wunder. Hört ihr? Wir wollen sehen, wer am stärksten ist. Hier gibt es keine Wunder. Leider. Ein Wunderwald ohne Wunder? Was die Leute alles erfinden. Bald werden sie noch Feuersbrünste ohne Feuer und Weihnachtsbaum plündern ohne Weihnachtsbaum erfinden, aus reinem Geiz. Aber an dem Tag, an dem sie mit Bonbonläden ohne Bonbons anfangen, werde ich ihnen mal Bescheid sagen. Am Ende wird man auch selber ein Wunder sein müssen. Pippi will ein Wunder sein. Wisst ihr, was wir spielen? Dass Pippi ein Wunder ist. Oh ja, das können wir spielen, natürlich. Sie muss versuchen, uns zu fangen. Achtung, ich komme. Kleines Wunder, wo bist du? Fang mich, dummes, dummes Wunder. Pippi war das wildeste Wunder, das man je gesehen hatte. Sie sprang und heulte und fing drei Jungen auf einmal. Später, als sie den Wunderwald wieder verließen, kam ein Mann auf einem Wagen mit Säcken angefahren. Es waren schwere Säcke und es waren auch viele Säcke. Und das Pferd war müde und alt. Plötzlich rutschte eines der Wagenräder in den Graben. Der Mann wurde furchtbar wütend. Er holte seine Peitsche und schlug auf das arme Pferd ein. Los! Zieh! Puh, schämen Sie sich nicht, das arme Pferd so zu schlagen. Mischen Sie sich nicht ein, kümmern Sie sich um Ihre Sachen. Was kann es passieren, dass ich euch allen eins mit der Peitsche versetze? Auf der Stelle hörst du damit auf. Hey, was soll das? Ich dulde nicht, dass du das Pferd schlägst. Du duldest das nicht. Hör auf zu lachen, oder? Du willst mir doch nicht etwa drohen. Ich werfe dich in die Luft. Du, mich. Das wirst du gleich sehen. Sie wirft ihn in die Luft. Pippi wirft ihn in die Luft. So, das genügt. Du schlägst das Pferd nicht mehr. Du tust das nicht wieder, verstehst du? Ach, nein, bestimmt nicht. Wo willst du mit deiner Fuhre hin? Nach Hause. Na, dann wollen wir jetzt mal sehen, ob du im Tragen ebenso tüchtig bist wie im Prügeln. Im was? Im Tragen? Wieso? Du wirst jetzt deine Säcke nach Hause tragen. Ah. Los, fang an! Oh. Wahrhaftig! Oh. Er trägt seine Säcke! Pippi soll leben! Hoch, Pippi! Später gingen sie in das Haus einer Klassenkameradin, die in der Nähe des Wunderwaldes wohnte. Im Garten war ein großer Tisch gedeckt. Es gab so viel Milchbrötchen und Kuchen, dass allen Kindern das Wasser im Munde zusammenlief, als sie sich um den Tisch setzten. Das Erste, was Pippi tat, war, zwei Brötchen zu nehmen und sie in den Mund zu stopfen. Die Lehrerin blickte sie vorwurfsvoll an. Pippi, man wartet, bis man zum Essen aufgefordert wird. Keine Umstände, meinetwegen. Ich nehm's nicht so genau. Saft oder Schokolade? Saft und Schokolade. Sie dürfen Pippi das nicht übel nehmen. Sie war ihr ganzes Leben lang auf See. Ich verstehe. Sollen es Pfefferkuchen sein? Sieht so aus. Sind allerdings etwas aus der Form geraten. Aber ich hoffe, dass sie doch gut schmecken. Hör mal, Pippi. Du wirst doch sicher eine feine Dame werden, wenn du groß bist. Das kann man sich ja überlegen. Aber eigentlich bin ich fest entschlossen, Seeräuber zu werden. Was meinst du, Fräulein? Kann man Seeräuber und eine feine Dame gleichzeitig werden? Nein, das geht nicht. Wenn ich bloß wüsste, für was ich mich entscheiden soll. Es ist so schwer, sich richtig zu benehmen. Kannst du mir nicht die wichtigsten Regeln sagen? Ja, man isst nicht, bevor man dazu aufgefordert wird. Und man nimmt immer nur ein Stück Kuchen auf einmal. Du, Fräulein? Ja? Darf eine wirklich feine Dame Magenknurren haben? Magenknurren? Nein, niemals. Dann entschließe ich mich besser gleich, Seeräuber zu werden. Eine Woche später war in der kleinen Stadt Jahrmarkt. Es gab Karussells und Rutschbahnen und Theater und alle anderen Lustbarkeiten. Sogar eine Menagerie mit einem richtigen Tiger. Thomas und Annika konnten es kaum erwarten, bis sie zum Rummelplatz kamen. Aber Pippi blieb unterwegs immer wieder stehen. Sie hatte endlich ihr großes Mühlrad von Hut gefunden. Dazu trug sie ein langes, feines Ballkleid. Wunderbar! Bezaubernd! Was findest du so bezaubernd, Pippi? Mich? Ich finde, ich sehe wie eine feine Dame aus. Ja, Pippi. Ganz reizend. Oh ja, wunderbar, bezaubernd.
kommt endlich. Feine Damen haben Zeit. Nicht wahr, Annika? Gleich haben wir es geschafft. Gleich sind wir da. Das ist ein Leben, was? Sieh mal dort die Schießbude. Jetzt kommt das Karussell an die Reihe. Das da mit den schwarzen und weißen Pferden, das wird Herrn Nilsson gefallen. Soll Herr Nilsson auf Karussell fahren? Natürlich. Wenn ich daran gedacht hätte, wäre mein Pferd auch mitgekommen. Ein bisschen Abwechslung könnte es ganz gut gebrauchen. Hereinspaziert, meine Herrschaften, hereinspaziert! Versäumen Sie nicht, sich dieses einzigartige Drama anzusehen. Wir beginnen in einer Minute mit der nächsten Vorstellung. Gespielt wird der Mord an der Gräfin Aurora oder wer schleicht denn da im Gebüsch herum? Schnell komm! Wohin? Nachsehen, wer sich da ins Gebüsch schleicht. Gut, sehen wir uns das Drama an. Haben Sie Gelegenheit, sich ein Billett zu erstehen? Hereinspaziert! Vier Billets, bitte! Bitte sehr, mein Fräulein, hier ist der Eingang. Hereinspaziert, meine Herrschaften! Hereinspaziert, meine Herrschaften! Ich sehe kein Gebüsch. Auch keinen, der herumschleicht. Es hat noch nicht angefangen. Der Vorhang ist noch zu. Ach so. Es geht los. Oh, ich Arme! Gibt es einen Menschen, der so unglücklich ist wie ich, die Gräfin Aurora? Meine Kinder hat man mir genommen. Mein Mann ist verschwunden. Und ich bin von Schurken umgeben, die mich töten wollen. Oh, wie schrecklich. Kann man der Armen gar nicht helfen? Ich wünschte, ich wäre tot. Liebe Frau, sowas musst du nicht sagen. Es wird schon wieder besser werden. Die Kinder werden sich schon zurechtfinden. Und du bekommst sicher einen neuen Mann. Es gibt ja so viele Männer. Ruhe! Ich bitte um äußerste Ruhe im Zuschauerraum. Ah, was hast du, Pippi? Da, hinter dem Baum steht einer. Oh ja. Wer schleicht da im Gebüsch herum? Pass auf! Ist ein abscheulicher Kerl mit einem schwarzen Schnurrbart. Mein Fräulein, wenn Sie weiter die Vorstellung stören, muss ich Sie leider aus dem Theater weisen. Ich soll die Gräfin Aurora mit einem solchen Scheusal allein lassen? Da kennst du mich aber schlecht. Da, jetzt hat er sie. Ach, jetzt hat deine letzte Stunde geschlagen. Das wollen wir mal sehen. Warte, du Schurke. Dass du so etwas tun konntest. Was hast du eigentlich gegen die Gräfin? Sie hat keine Kinder und keinen Mann und ist ganz allein. Liebe Frau, du kannst zu mir in die Villa Kunterbund kommen, wenn du willst. Nun aber raus, verschwindet, oder ich mach euch Beine. Komm, Pippi, die arme Gräfin. Raus! Das war zu traurig. Jetzt muss ich unbedingt was essen. Dort ist ein Würstchenverkäufer. Aus dem Weg, ihr Läuse hier. Hier kommt Laban. Seht euch diesen Flegel an. Gib mir eine Wurst. Die kostet 25 Öre, Herr. Wie? Du willst die Wurst noch bezahlt haben, du? Schäm dich, Alter. Du solltest froh sein, wenn du einem feinen Herrn eine Wurst verkaufen darfst. Also her damit. Erst das Geld, Herr. Du sollst mir eine Wurst geben, hast du nicht gehört? Es ist eine Schande, einen armen alten Mann so zu behandeln. Hat dir jemand gehustet? Stehen bleiben! Alles stehen bleiben! Wer sich rührt, dem schleicht den Schädel ein. So. Jetzt könnt ihr zusehen, wie ich meine Wurst esse. Und die anderen Würste, die werfe ich in die Luft. Alle in die Luft. Schämst du dich nicht? Habe ich nicht gesagt, dass alle stehen bleiben sollen? Stellst du deinen Lautsprecher immer auf Ausland ein? Mädel, sei still oder soll ich dich zu Mus machen? Wie hast du es mit den Würsten gemacht? War es so? Was tust du? Ich werfe dich in die Luft. Hurra für Pippi! Pippi ist am Leben! Hurra! So, ich glaube, das genügt. Jetzt kannst du nach Hause gehen. Ich glaube, es wird höchste Zeit. Höchste Zeit
Halt! Erst sind noch eine Menge Würste zu bezahlen. Wie viele waren es? 18, kleines Fräulein. Also, 18 mal 25 Euro, das war... 450 Euro! Ja. 450 Euro. Hier, bitte. Bitte. Wahrhaftig, Pippi! Wir brauchen keine Polizei, solange wir dich haben. Natürlich brauchen wir eine Polizei. Wer soll denn sonst aufpassen, dass alle Fahrräder falsch geparkt sind? Oh, Pippi, wie schneidig du gewesen bist. Oh ja, bezaubernd. Jeden Tag, sobald die Schule aus war, rannten Thomas und Annika zur Villa Kunterbunt. Sie wollten ihre Schularbeiten nicht zu Hause machen, sondern nahmen ihre Schulbücher mit zu Pippi. Heute saßen Thomas und Annika über ihren aufgeschlagenen Geographiebüchern und Pippi sah interessiert zu. Wenn ihr hier bei mir lernt, bleibt bestimmt auch ein bisschen Gelehrsamkeit an mir hängen. Nicht, dass ich das Gefühl habe, als ob ich welche brauche, aber man kann vielleicht keine wirklich feine Dame werden, wenn man nicht lernt, wie viele Hottentotten es in Afrika gibt. Habt ihr gehört? Es donnert! Jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Ich glaube, heute können wir nicht draußen spielen. Dann bleiben wir eben im Haus. Ich finde es abscheulich. Du auch, Herr Nielsen, nicht wahr? Wie wär's, wenn du uns wieder eine von deinen Geschichten erzählst? Oh ja, Pippi, aus der Zeit, als du noch auf dem Meer gesegelt bist. Es war jammervoll. Erzähle! Es stürmte so sehr, dass sogar die Fische seekrank waren und an Land gehen wollten. Ich selbst habe einen Hai gesehen, der ganz grün im Gesicht war. Und einen Tintenfisch, der sich mit allen seinen vielen Armen den Kopf hielt. Oh. Ach, was war das für ein Sturm? Hattest du keine Angst, Pippi? Ihr hättet Schiffbruch erleiden können. Ich bin mehr als einmal schiffbrüchig gewesen. Deshalb hatte ich keine Angst. Wenigstens nicht gleich. Nicht, als die Rosinen aus der Saftsuppe weggeblasen wurden. Wir saßen nämlich gerade beim Mittagessen. Und auch nicht, als dem Koch die falschen Zähne aus dem Mund flogen. Erst als ich sah, dass von der Schiffskatze nur noch das Fell übrig war und sie selbst splitternackt durch die Lüfte dem fernen Osten zusegelte, wurde mir etwas unbehaglich. Ich habe ein Buch, das vom Schiffbruch handelt. Robinson Crusoe heißt es. Oh ja, das ist schön. Er kam auf eine einsame Insel, der Robinson. Sag mal, Pippi, bist du nie auf eine öde Insel gekommen? Das will ich meinen. Also, so etwas Schiffbrüchiges wie ich, da kann man lange suchen. Ist es nicht herrlich, auf einer öden Insel zu sein? Das möchte ich auch mal gern erleben. Ich auch. Die Sache lässt sich leicht machen. An Inseln herrscht kein Mangel. Ich weiß eine, gar nicht weit von hier. Liegt sie in einem See? Natürlich. Fein. Denn wenn sie auf dem trockenen Land läge, hätte es keinen Zweck. Wie wär's, wenn wir uns sofort auf den Weg machten? Jetzt? Mitten im Regen? Wenn man auf einer öden Insel strandet, regnet es fast immer. Na also. Aber wenn man Schiffbruch erleiden soll, muss man zuerst für ein Boot sorgen. Richtig. Und wir haben keins. Ich habe einen alten, kaputten Kahn auf dem Grund im Fluss liegen sehen. Wahrscheinlich hat der schon Schiffbruch erlitten. Umso besser. Dann weiß er, wie es zugeht. Für Pippi war es eine einfache Sache, den gesunkenen Kahn zu bergen. Dann stand sie einen ganzen Tag lang am Flussufer und dichtete den Rumpf mit Teer und Werk. Und an einem regnerischen Vormittag stand sie in der Holzkammer und hieb ein paar Ruder zurecht. Und dann fingen Thomas und Annikas Sommerferien an und ihre Eltern reisten für ein paar Tage fort. 2 Stunden später starteten Pippi, Thomas und Annika, das Pferd und Herr Nielsson, der Affe, zu ihrer Reise nach der unbewohnten Insel. Müssen wir das alles mitnehmen? Natürlich. Das ist aber ein Riesensack. Das Pferd kann ihn tragen. Was ist denn da alles drin? Essen, Schießwaffen, Decken und eine leere Flasche. Und das brauchen wir alles? Ich finde, wir müssen einen einigermaßen bequemen Schiffbruch haben. Schließlich ist es euer erster. Da hast du recht.
Sonst, wenn ich schiffbrüchig war, habe ich mir immer eine Antilope oder ein Lama geschossen und das Fleisch roh gegessen. Aber man könnte ja annehmen, dass es auf dieser Insel hier weder Antilopen noch Lamas gibt. Und wozu brauchst du die leere Flasche? Hast du noch niemals was von Flaschenpost gehört? Man schreibt einen Zettel und bittet um Hilfe und dann steckt man ihn in die Flasche, korkt sie zu und wirft die Flasche ins Wasser. Und dann schwimmt sie direkt zu jemand hin, der herkommen und einen retten kann. Ach so. Genug geredet. Höchste Zeit, dass wir aufbrechen. Pippi ließ schnell das Boot in den See gleiten, befreite das Pferd von seiner Last und packte alles zusammen auf den Boden des Kahnes. Annika und Thomas und Herr Nilsson sprangen hinein. Nur das Pferd durfte nicht im Boot sitzen, sondern musste nebenher schwimmen. Dann begann Pippi zu rudern. Schade, dass es nicht regnet. Thomas hat recht. Zu einem Schiffbruch gehört eigentlich auch Sturm. Seid froh, dass die Sonne scheint. Wer weiß, ob ihr den Schiffbruch sonst überstehen würdet. Was meint ihr? Wie weit sind wir jetzt von der Insel entfernt? Na, 10 Meter schätze ich. Das genügt. Wozu? Alle Mann an die Pumpen! Umsonst. Wir müssen das Boot verlassen. Rette dich, wer kann! Warte, ich zieh das Boot ans Ufer. Ich muss für alle Fälle den Sack mit dem Essen umhalten. Die Besatzung kann an Bord bleiben. Okay. Dummer Nilsson, wo willst du hin? Herr Nilsson hat als Erster von der Insel Besitz ergriffen. Na, das Boot läuft auf dem Strand. Ein Wunder ist geschehen. Was für ein Wunder. Wir sind gerettet. Oh. Was hast du, Pippi? Mir schien es, als hätte ich das Knurren eines Kannibalen gehört. Man kann nicht vorsichtig genug sein. Das ist die netteste unbewohnte Insel, die ich je gesehen habe. Hier gibt es keine Kannibalen. Oh, die haben sich zurückgezogen und sich in den Hinterhalt gelegt. Und jetzt sitzen sie da und studieren das Kochbuch, um zu sehen, wie sie uns zubereiten sollen. Wir werden sie uns mit Möhren servieren. Oh, Pippi, sprich doch nicht so. Nicht wahr, du kannst Möhren auch nicht leiden. Aber jetzt wollen wir unser Zelt aufschlagen. Das Zelt war bald an einem geschützten Platz aufgestellt und Thomas und Annika krochen rein und raus und waren vollkommen glücklich. Ein Stück vor dem Zelt legte Pippi einige Steine zu einem Ring zusammen und tat Stöcke und Holzstücke hinein. Oh, wie herrlich. Wird jetzt Feuer angemacht? Natürlich. Warum reibst du die beiden Holzstücke aneinander? Bist du dumm, Thomas. Pippi macht Feuer. Nee, ich habe kalte Finger. Das Feuer zünden wir mit Streichhölzern an. So. Wie schön es brennt. Damit halten wir auch die wilden Tiere fern. Was für wilde Tiere? Mücken. Ha, da ist schon wieder eine. Natürlich auch Löwen. Aber gegen Python, Schlangen und Bisons soll Feuer nichts helfen. Nein? Aber du kannst ganz ruhig sein, Annika. Mit dieser Pistole retten wir uns sicher. Hm? Selbst wenn eine Feldmaus kommen sollte. Pippi deckte Kaffee und Butterbrote auf und die Kinder saßen am Feuer und aßen und tranken und hatten es wirklich gemütlich. Der Himmel war bewölkt und es fing an, ganz dunkel zu werden. Annika kroch so dicht wie möglich zu Pippi hin. Die Flammen warfen merkwürdige Schatten. 15 Mann auf das Tod in Manns Küste zuhauf. Johoho, und die Flasche voll rum. Sing nicht weiter, Pippi. Es ist zu schrecklich. Das Lied steht in einem Buch, das ich gelesen habe. Ein Seeräuberbuch war's. Wirklich? Dann war es sicher Fridolf, der das Buch geschrieben hat. Fridolf? Vaters Matrose. Von ihm habe ich das Lied gelernt. Ich gehe auch zur See, wenn ich groß bin. Ich will Seeräuber werden. Genau wie du, Pippi. Fein. Dann werden wir zusammen der Schrecken des karibischen Meeres. Ja. Und was wird aus mir? Ich will kein Seeräuber werden. Du kannst mitkommen und das Klavier abstauben. Einverstanden. Ich werde sauber machen und für euch kochen. Schluss für heute. Höchste Zeit, dass wir ins Bett gehen. Bald lagen die drei Kinder und Herr Nilsson in Decken gewickelt im Zelt. Draußen hörte man die Wellen ans Ufer schlagen. Im Nu waren alle eingeschlafen. Als Thomas und Annika am nächsten Morgen aufwachten, war Pippi verschwunden. Sie beeilten sich, aus dem Zelt zu kriechen. Die Sonne schien. Vor dem Zelt brannte ein neues Feuer und Pippi saß davor und briet Schinken und kochte Kaffee. Endlich ausgeschlafen? Haben wir es nicht herrlich hier? Schnell, kommt Essen. Wie das duftet.
Ich finde, wir haben es hier besser als Robinson. Ich fürchte, Robinson wird neidisch. Schade, dass wir morgen wieder nach Hause müssen. Das ist gemein. Mein Gott, seht nur! Was hast du, Thomas? Fällt euch nichts auf? Nein. Das Boot ist weg. Wahrhaftig. Wie sollen wir jetzt von hier wegkommen? Ich denke, ihr wolltet schiffbrüchig sein. Natürlich. Wir würden gern den Sommer auf der Insel bleiben. Aber freiwillig. Thomas hat recht. Es ist etwas anderes, wenn man plötzlich weiß, dass man nicht mehr weg kann. Das ist ja eine schöne Auffassung vom Schiffbruch. Wenn man auf einer einsamen Insel ist, will man mindestens 7 Jahre bleiben. 7 Jahre? Also, wenn ihr durchaus nach Hause wollt, dann bleibt eben nur die Flaschenpost. Und du meinst, das rettet uns? Klar. Hier ist die Flasche. Und hier ist Papier. Thomas, du bist in der Schreibkunst besser bewandert, also wirst du schreiben. Und was soll ich schreiben? Schreib am besten, rettet uns, bevor wir untergehen. Seit 2 Tagen ohne Schnupftabak verschmachten wir auf dieser Insel. Nein, Pippi, das können wir nicht schreiben. Das ist ja gar nicht wahr. Nicht wahr? Wieso? Wir können unmöglich schreiben ohne Schnupftabak. Nicht? Ja, hast du denn Schnupftabak? Nein. Und Annika? Auch nicht, aber... Habe ich etwa Schnupftabak? Natürlich haben wir keinen. Aber wir brauchen ja auch keinen. Deshalb will ich ja, dass du schreibst seit 2 Tagen ohne Schnupftabak. Wenn wir das schreiben, glauben die Leute, dass wir schnupfen. Hör mal zu, Thomas. Welche Leute haben weniger Schnupftabak? Die, die schnupfen oder die, die nicht schnupfen? Die, die nicht schnupfen, natürlich. Warum machst du dann solche Umstände? Schreib, was ich gesagt habe. Seit 2 Tagen ohne Schnupftabak verschmachten wir auf dieser Insel. Gut. Und nun tu den Zettel in die Flasche. So. Und nun den Korken drauf. Jetzt brauchen wir die Flasche nur noch ins Wasser zu werfen. Möglichst weit weg. Es wäre das Dümmste, was wir tun könnten. Wieso? Wie sollen unsere Retter denn wissen, wo sie uns suchen sollen, wenn die Flasche weit weg schwimmt? Da hast du recht. Am besten, wir behalten die Flasche die ganze Zeit im Auge. Damit wir gleich Hallo rufen können, wenn man sie entdeckt. Sie setzten sich also ans Ufer und ließen die Flasche nicht aus den Augen. Aber nichts geschah. Schließlich wurde es Pippi zu langweilig. Möchte wissen, wo die Leute stecken. Welche Leute? Die, die uns retten sollen. Das ist eine Gleichgültigkeit, die geradezu abscheulich ist, wenn man bedenkt, dass es um Menschenleben geht. Wir werden sicherlich noch lange warten müssen. Du lieber Himmel! Was hast du, Pippi? Wie zerstreut ich bin. Wie konnte ich das nur vergessen? Was denn? Das Boot. Ich habe es ja heute Morgen selber an Land getragen, als ihr noch geschlafen habt. Warum hast du das getan? Ich hatte Angst, dass es nass wird. Dann könnten wir also wieder zurückfahren. Sofort, wenn ihr wollt. Ja, kommt! Schnell, beeilt euch! So, das haben sie nun davon. Wovon sprichst du, Pippi? Wenn sie jetzt kommen und uns retten, kommen sie umsonst. Denn jetzt retten wir uns selbst. Aber das geschieht ihnen ganz recht. Sie sollen lernen, sich dann das nächste Mal ein bisschen zu beeilen. Ein paar Wochen nach ihrer glücklichen Rettung, an einem Sommerabend, als Pippi, Thomas und Annika auf der Verandatreppe saßen und Walderdbeeren aßen, die sie am Vormittag gepflückt hatten, erlebten sie eine Überraschung. Ein dicker Mann mit einem roten, gestutzten Schnurrbart und blauen Seemannshosen trat durch die Gartentür. Vater Ephraim! Pippi Lotta Victualia Rangadina Pfefferminz Ephraims Tochter! Mein geliebtes Kind! Hoi, bist du gewachsen? Ja, gerade wollte ich sagen, wie bist du gewachsen? Das habe ich gemerkt, deshalb habe ich es zuerst gesagt. Meine Kleine, bist du auch noch so stark wie früher? Noch stärker. Wollen wir Fingerhakeln machen? Ja, später, später. Oh, ich sehe ja, du hast Besuch. Du lieber Himmel, ich vergesse ganz vorzustellen. Das hier sind Thomas. Tag. Und Annika. Tag. Und das ist mein Vater. Tag, ihr Kinder. Kapitän und seine Majestät Ephraim Langstrumpf. Du bist doch Negerkönig, oder? Aber stimmt genau. König der Takatuka-Neger auf einer Insel, die Takatuka-Land heißt. Ich wurde da an Land gespült nach dem großen Sturm. Hab ich mir doch gedacht. Ich wusste, dass du nicht ertrunken bist. Ertrunken? Ich? Oh, nein. Es ist sozusagen unmöglich. Fett schwimmt nämlich oben. Sag mal, warum hast du keine Negerkönigssachen an?
Die habe ich hier im Koffer. Zieh sie an. Ich will meinen Vater in Königsgewändern sehen. Kapitän Langstrumpf ging ins Schlafzimmer und die Kinder setzten sich in der Küche auf die Holzkiste und warteten. Und dann ging, bums, die Tür auf und da stand der Negerkönig. Er hatte einen Bastrock um die Mitte, auf dem Kopf saß eine goldene Krone, um den Hals hingen ihm viele Perlenketten, in der einen Hand hatte er einen Speer, in der anderen einen Schild. Usamkusar, Musar, Filibusar. Er spricht die Negersprache. Was bedeutet das, Onkel Ephraim? Das bedeutet, zittert, meine Feinde. Sag mal, Vater Ephraim, wunderten sich die Neger nicht, als du auf ihrer Insel an Land gespült wurdest? Ah, ja, die wunderten sich schrecklich. Erst wollten sie mich auffressen. Aber als ich eine Palme mit bloßen Händen ausgerissen hatte, kamen sie auf bessere Gedanken und machten mich zum König. Und dann? An den Vormittagen regierte ich und an den Nachmittagen baute ich an meinem Schiff. Natürlich war es nur ein kleines Segelboot. Als es fertig war, sagte ich zu den Negern, dass ich sie für kurze Zeit verlassen müsse, um eine Prinzessin zu holen, die Pipilotta heißt. Oh. Da schlugen sie alle auf ihre Schilde und riefen, Usamplusser, Usamplusser. Was heißt das? Das heißt, bravo, bravo. Und dann bist du also losgesegelt? Ja, dann starr ich in See. Und die Neger riefen, Usamkura, Usamkara. Und das heißt, willkommen zurück, dicker weißer Häuptling. Und dann bist du glücklich über das Meer gesegelt. Ja. Und was meinst du, was das Erste war, was ich sah, als ich an Land sprang? Mein alter, ehrlicher Schoner Hoppetosse. Was? Die Hoppetosse ist nicht untergegangen? Und mein alter, ehrlicher Fridolf stand an der Reling und winkte. Und nicht nur er? Nee, die ganze Besatzung war noch an Bord. Jetzt liegt die Hoppetosse hier im Hafen und du kannst hingehen und deine alten Freunde begrüßen. Ja, das werde ich, Vater Ephraim. Aber erst bekommst du was zu essen. Kapitän Langstrumpf war sehr zufrieden, dass seine Tochter sich so nett in der Villa Kunterbunt eingerichtet hatte und so gute Freunde besaß. Es wurde ein sehr lustiger Abend. Kapitän Langstrumpf holte seine Zaubertrommel aus seinem Koffer und trommelte den Kindern etwas vor. Sie machten auch Fingerhakeln. Wie nicht anders zu erwarten, siegte Pippi. Als Thomas und Annika am nächsten Morgen durch die Küchentür kamen, hallte das Haus von einem fürchterlichen Schnarchen wieder. Psst, er schläft noch. Hast du schon darüber nachgedacht? Worüber? Was jetzt aus dir wird? Man hat seine Zukunft gesichert. Das eine halbe Jahr werde ich Negerprinzessin sein und das andere halbe Jahr werde ich mit der Hoppetosse auf allen Meeren der Welt umhersegeln. Wirst du gar nicht mehr in die Villa Kunterbunt kommen? Später, wenn wir pensioniert werden. Eher nicht? Bedenkt mal, Negerprinzessin. Es gibt nicht viele Kinder, die das werden. Und fein werde ich auch sein. In allen Ohrenringe und einen noch größeren in der Nase. Was wirst du sonst noch anhaben? Nichts weiter. Nicht eine Spur mehr. Aber ich werde einen eigenen Neger haben, der mir jeden Morgen den ganzen Körper mit Schuhcreme putzt. Glaubst du, dass Schwarz gut zu deinem roten Haar passen wird? Das werden wir sehen, sonst färbe ich mir das Haar grün. Ach, Prinzessin Pipilotta, was für ein Leben. Wann wirst du abreisen? Die Hoppetosse wird morgen ihre Anker lichten. Morgen schon? Heute Abend wird in der Villa Kunterbunt ein Fest gefeiert. Ein Abschiedsfest. Mehr sag ich nicht. Alle, die mir Lebewohl sagen wollen, sind willkommen. Diese Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Und fast alle Kinder kamen, genauer gesagt 34. Weder Thomas noch Annika noch irgendein anderes Kind würden dieses Fest je vergessen. Fridolf spielte auf seiner Ziehharmonika, König Ephraim schlug auf seine Trommel und alle Kinder bliesen auf ihren Kuckucks. Der Deckel der Holzkiste war heruntergelassen und da standen lange Reihen mit Limonadenflaschen. Auf dem großen Küchentisch standen 15 Sahnetorten und auf dem Herd stand ein Riesentopf voller Würste. Und dann rief König Ephraim, Ruhe! Ruhe!
Ruhe, Freunde! Ich, der Negerkönig, und meine Tochter, die Negerprinzessin, werden jetzt unsere Kräfte messen. Oh ja! Das haben wir früher auch schon gemacht. Leider ist meine Tochter beinahe stärker als ich. Also, aufgepasst! Ich werde jetzt diesen eisernen Spieß umbiegen, als ob er aus Wachs wäre. Wie weißt du? Mit solchen einfachen Kunststücken habe ich mich amüsiert, als ich noch in der Wiege lag. Also gut, machen wir etwas anderes. Pass auf! Kapitän Langstrumpf hob die Küchentür aus. Fridolf und sieben andere Matrosen mussten sich auf die Tür stellen und dann hob Kapitän Langstrumpf sie alle zusammen in die Luft und trug sie 10-mal um den Rasen herum. Dann war Pippi an der Reihe. Sie stellte das Pferd auf die Küchentür und auf das Pferd setzte sie Fridolf und drei andere Matrosen. Und jeder der vier hatte zwei Kinder im Arm. Und dann hob Pippi die Küchentür hoch und trug sie 25 Mal um den Rasen. Damit hatte Pippi gesiegt. Das Fest schloss mit einem Feuerwerk. Pippi feuerte Raketen und Sonnen ab, dass der ganze Himmel sprühte. Und am nächsten Morgen verschloss Pippi sorgfältig die Tür zur Villa Kunterbunt und hängte den Schlüssel an einen Nagel. Dann sagte sie zu Thomas und Annika, die sie abgeholt hatten, ich denke, wir gehen zu Fuß. Wir haben nämlich noch etwas Zeit. Bedauerst du gar nicht, dass du die Villa Kunterbunt verlässt? Nette Bude das. Keine Flöhe und in jeder Hinsicht angenehm. Bestimmt kann man das von der Negerlehmhütte nicht sagen, wo ich von jetzt ab wohnen werde. Du wirst bestimmt Flöhe kriegen. Schon möglich. Die werde ich dann zähmen und in eine Zigarrenkiste tun. Dann kann ich an den Abenden immer mit Ihnen letztes Paar herausspielen. Was in aller Welt ist mit euch? Warum seid ihr so schweigsam? So redet doch endlich was. Glückliche Reise, Pippi. Danke für die schöne Zeit. Gott sei Dank. Es wäre schrecklich gewesen, wenn ihr noch länger geschwiegen hättet. So lange zu schweigen ist gefährlich. Ich kannte mal einen Mann in Kalkutta, einen Ofenmacher, der schwieg auch immer. Zuletzt waren ihm die Mundangeln zugerostet, sodass ich sie mit etwas Nähmaschinenöl schmieren musste. Dann waren sie am Hafen angelangt. Pippi nahm das Pferd, das neben ihnen hergelaufen war, und trug es über den Landungssteg der Hoppetosse. Auf dem Deck stand breitbeinig Kapitän Langstrumpf. Da bist du ja, mein Kind. Höchste Zeit. In 10 Minuten stecken wir in See. So schnell schon? Heul nicht, Annika. Du blamierst uns ja vor allem. Jetzt ist es also soweit. Ihr habt es gehört. Fang endlich an, Thomas. Womit? Mit dem Gedicht? Ach so, ja. Leb wohl, liebe Pippi. Du fährst jetzt fort. Und wir bleiben an diesem Ort. Wir werden immer denken an dich. Und liebe Pippi, vergiss uns nicht. Wahrhaftig. Das hat sich alles gereimt. Ich werde es auswendig lernen und den Negern vorsprechen, wenn wir des Abends um das Lagerfeuer sitzen. Los, es ist Zeit, Pippi. Deine Freunde müssen von Bord. Ach je, Captain. Leb wohl, Pippi. Leb wohl, Annika. Weine nicht. Gute Reise, Pippi. Pippi Langstrumpfs Leben. Zieh den Laufsteg ein, Fridolf. Halt! Vater Ephraim, warte. Ich halte das nicht aus. Was hältst du nicht aus? Ich halte es nicht aus, dass jemand meinetwegen weint. Am allerwenigsten Thomas und Annika. Und was willst du also machen? Ich kann nicht mitfahren. Ich gehe wieder an Land. Mach, was du willst. Das hast du ja immer getan. Ja, das habe ich immer getan.
Lass dich nicht aufhalten, mein Kind. Weißt du, Vater Ephraim, es ist doch wohl am besten für ein Kind, ein ordentliches Heim zu haben. Und nicht so viel auf dem Meer umherzufahren und in Negerhütten zu wohnen. Meinst du nicht auch? Ja, du hast wie immer recht, meine Tochter. So, und nun lauf. Wiedersehen, Vater Ephraim. Und komm mich bald besuchen. Hallo, hallo, Pippi, Pippi, hier, hier, nimm das. Kapitän Langstrumpf warf Pippi einen neuen Koffer mit Goldstücken nach, damit sie auch in Zukunft keine Not litt, und stach dann in See. Thomas und Annika machten erstaunte Augen, als Pippi plötzlich wieder vor ihnen stand. Du? Pippi? Bist du? Bist du nicht auf dem Schiff? Dreimal dürft ihr raten. Du bleibst hier? Es geht zurück zur Villa Kunterbunt. Wir kommen nicht mehr hin mit Krach und Radau. Schnell, steigst du mir aufs Pferd. Komm mal, Jungs, ja, ja, komm in die Schnelle mit Krach und Vielleicht Pocket spielen? Oder wir können auch runter zum Fluss gehen und lernen, auf dem Wasser zu laufen. Man kann doch nicht auf dem Wasser laufen. Doch, das kann man.